Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen sonnigen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir machen jetzt weiter mit der Mission Flammende Falle. Und ja, letzte Folge hat sich ja langsam alles sehr zugezogen. So die Beziehung zu unserem Bruder Sigurd. Ja, also, da wird es sehr spannend. Ich glaube, bald werden wir uns komplett von ihm ablösen. Ja. Ich glaube, das wird in einem Gefecht enden. Und auch so, also der Typ ist mir mittlerweile so unsympathisch, muss ich echt ganz klar sagen. Also bleibt spannend, wie sich das da weiterentwickelt. Und ich glaube, ja, es läuft darauf hinaus, dass wir ihn ausschalten werden. Darauf wird es, denke ich, hinauslaufen. Wir werden jetzt auch noch verfolgt von Wölfen. Das ist gar nicht gut. Denn wir müssten eigentlich jetzt mal nachschauen wegen unserem Ziel. Das heißt, wir müssten unseren Vogel gleich mal nehmen. Und mal schauen mit ihm. Gut, einmal absteigen und die Wölfe ausschalten. Wenn die Wölfe es so unbedingt haben wollen. Dann bitteschön. Ihr kriegt ihr es. Boah, Hilfe. Was das denn gerade für eine Hilfe? Das sieht manchmal schon derbe aus, also muss ich ja schon mal so sagen. Überblicke das Land, Freundin. So, hier vorne ist Volker. Mit Volker sprechen wir dann jetzt mal hier. Was hätte ich davon, dir zu helfen? Da ist Volker. Guter Mann. So, denn so wird es sein, wenn diese Vorräte die Feste erreichen. Ich gebe sie jedem, der genug Silber hat. Gut. Volker, wir sind da. Es ist zum Wohle deines Schiers. Du bist nicht bei Sinnen. Was ist hier los? Sie will mich ausrauben. Ich warne dich. Jeden Moment taucht meine Soldaten-Eskorte auf. Dieser Händler bringt Vorräte zur Feste. Öl zum Verbrennen. Pfeile, Schilde. Proviant. Ich wollte sie kaufen, doch er lehnte ab. Ich verkaufe nicht für ein vages Versprechen auf Bezahlung. Edwin ist eine gute Kundin. Dann mache ich dir ein anderes Angebot. Wir sind im Krieg. Ich habe keine Zeit zum Feilschen. Verschwinde oder stirb. Ihr stinkenden Dänen. Dann lass uns mal kämpfen, mein Lieber. Alter! Jesus, führe mein Buch! Herr, mein Großer. Er hätte einfach das Silber nehmen sollen. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Gut, dann mach das. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Blutige Tränen. Ich bereite hier alles vor. Sollen wir sie verstecken? Frische Leichen könnten Verdacht erregen. Bringe Ölkrüge auf die Hauptstraße. Okay. So. Einmal hier hin. Zack. Die anderen lassen wir einfach liegen. Ja. Tun wir jetzt nicht weg, würde ich sagen. Wir schaffen das schon. Ich bin da eigentlich gerade recht zuversichtlich. So, was ist mit diesen Wegen hier? Kann ich die irgendwie schieben oder so? Sieht jetzt nicht unbedingt so aus. So. Der kommt mal noch mit hierher. Was war das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Lasset die Männer kommen. Jesus, sind wir
Wir sind bereit. Einen brauche ich aber mal noch. Für etwas anderes. Den schaffen wir mal ganz fix hier hinter. Und hier hinten ist eine Rüstung. Anscheinend noch was anderes. So, wir legen das einfach mal hin. Hier gehen wir dann gleich mal rein, wenn der Kampf hier zu Ende ist. Erstmal müssen wir aber jetzt diesen Kampf überstehen. Da hinten kommen die Truppen. Los, geht hier vorbei. Ja, komm schon. Wo ist der Ölhändler? Er sagte, er wäre den ganzen Tag hier. Er wird kommen. Wir schlagen das Lager hier auf. Ja, dann schlagt mal euer Lager auf. Verleih mir Stärke. So, wir kämpfen jetzt so hier gegen die. Soldaten Saklas. Folgt mir. Ich führe euch. So. Was hat der mit dem Speer hier weg? Was? Soldaten Saklas. Möget ihr in Unwissenheit sterben. Hier hinter. Schnell, wir müssen die hier ein bisschen herlocken. Was? Kommt doch näher. Jawohl, gesessen. Nächster bitte. Ja gut. Ein bisschen zündelt er. Kommt von der Seite! Komm schon, heilen erstmal. Mist! Mist! Oh. Puh! Der hat es mir gerade ganz gut gegeben. Töte dich! So, jetzt kommen die letzten hier nur noch dran. Gott wird uns nicht! Nein! Nein! Rumfutter! Komm schon näher, Kollege. Ich hab was für dich. Jawohl. Haben wir noch einen Treffer? Na los, kommt hierher! Jawoll! Und hier sind die letzten zwei. Oder eher gesagt, der letzte. Ja, mit dem hätte ich eigentlich einen Plan. Ich hoffe mal, der folgt mir jetzt ordentlich hier. Komm mit! Ja, nicht wenn unsere Gefährtin ihn wegschleudert. Gut, dann machen wir ihn zu zweit einfach hier weg. Komm. So, das eine, was ich dort noch hinten machen wollte, machen wir jetzt einfach nicht. Wir folgen jetzt einfach direkt ihr weiter, ja. Los, Volke, geh weiter. So, einmal hier hoch. Hep. Ah, was haben wir denn hier für ein nettes kleines Lagerfeuer schon noch? Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Volke. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder?
Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gotts, der der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren, um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. Dann mach das mal. Viel Erfolg dir dabei. So, und wir verbessern uns jetzt erstmal. Was haben wir denn hier hinten? Für eine nette Verbesserung. Die hätte ich ganz gerne eigentlich. Okay, die können wir dann aber erst beim nächsten Mal nehmen. Dafür fehlt uns dann jetzt hier noch ein Punkt. Weltkarte nochmal öffnen. Was haben wir hier? Untergraben. Schwäche Edwins Einfluss. Nein, wir machen das hier hinten. Reiter einmal rufen. Ja, was sie halt gerade meinte da mit Gott und so. Ja, also ich weiß nicht. Ich könnte mir bei unserem Bruder eventuell schon sowas vorstellen. Vielleicht hat er eine Art bösen Gott. Also er stammt vielleicht irgendwie von einem ab oder so. Und wir vielleicht einen guten. Weil wir haben da ja auch immer diese Visionen. Vielleicht hat er auch solche. Bloß halt böse, negative. Ich muss sehen, was du siehst. Glaube ich aber nicht ganz so. Wenn ich das selber so sage, hört sich das irgendwie ein bisschen verrückt dann. Aber nun gut. Seht mal! Wir stehen hier zur Seite! Die Mauer, die uns aufhält, wurde noch nicht gebaut. Sorgt dafür, dass die Schützen genug Pfeile haben! Gedrick! Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Prächtig! Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Niemand hält uns auf! Für Eivor! So, also müssen wir sie jetzt sabotieren. Ich hoffe mal, dass wir das gut hinbekommen. Da oben sehe ich ihre Festung schon. Komm, Pferd, bleib stehen. Das machen wir jetzt noch. Auf, dort nach oben. Mal sehen, wie wir gleich reingehen dort. Also Vordereingang wäre, glaube ich, nicht so clever. Das wäre, glaube ich, wirklich nicht clever. Oder, Moment mal. Vielleicht auch doch. Andererseits, nein. Ich glaube, am Rand dort sollten wir ganz gut eigentlich jetzt reinkommen. Nein, ich sehe doch noch eine andere Möglichkeit hier. Über den Seil. Drüber gehen. Der Bergfried wirkt uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. So, einmal hier rüber. Hep. Oben sind wir schon mal. Gut, ich bin drin. Du legst dich jetzt hin. Ja, den hier ausschalten. So, hier haben wir noch einen. Den auch noch schnell ausschalten. Hier ist der nächste. Sabotieren. Können wir hier Sachen oder zerstören? Gut, ich würde sagen, wir sabotieren die. Die Sachen eher.
Na, wo haben wir denn hier mal was, was wir sabotieren können? Bis jetzt sehe ich leider noch gar nichts. Das fehlt uns bis jetzt halt ja noch. Ich muss ganz klar sagen, so wie jetzt gerade hier diese Festung hier ist, könnte ich die eigentlich alleine einnehmen. Auch wenn sie das vielleicht bestimmt übertrieben anhat, aber so viel Gegenwehr kommt ja halt gerade nicht. Aber ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf diese größere Schlacht, die es dann hier geben wird, auf jeden Fall. Weil klein wird die bestimmt nicht. Ja, und nach dieser Schlacht, wenn wir die dann haben, denke ich mal, dürfte es dann auch spannend werden, was unser Bruder betrifft. Wegen dem Stein und so. Ich könnte die Kessel manipulieren. Ja, die Kessel werden wir auch manipulieren. So, einmal hier ran. Zack. Schnell. Ja, auch noch so ran. Jetzt die restlichen hier noch so ausschalten. Ja. Einen kühlen Kopf bewahren. Los, fall runter hier. Zack. Zack. Jawohl. Ah, hier drüben sind noch ein paar Verteidigungssachen von denen, um die wir uns noch kümmern müssen. Die hauen auch ordentlich gerade rein. Also von solchen Dingern lässt man sich lieber nicht treffen. Die Orten verschießen große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. So, einmal sabotieren hier wieder. Jawohl, zack. Hier drüben ist das nächste Ding. Auch wieder sabotieren. Ist hier hinten noch mal was, so wie es aussieht? Oder wo? Ah nein, hier. Oh nein! Oh, oh, oh. Das zerstören wir komplett. Würde ich sagen. So, komm her. Bomb. Das sollte doch nun eigentlich genügen. Ich beschäftige die Ratte! Ach nein, das, was wir da eben gemacht haben, hing, glaube ich, mit einem anderen Ziel zusammen, mit einer anderen Mission. Helft mir, wir haben Gesellschaft! Ja. Komm schon, wir müssen schnell nochmal hoch auf die Mauern hier. Bleibt standhaft! Die Gegner lassen wir einfach an sich stehen. Wir probieren einfach mehr oder weniger, um die herumzurennen. Noch ein bisschen hier. Tap. Wieder hab. Sehr gut, hier einmal durch. So, und könnten wir denn jetzt noch hier was sabotieren? Da unten ist noch was. Ja. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir auf jeden Fall noch was. Boah, Hilfe! So, das ist das letzte Ding hier. Wir haben's. Es gibt noch mehr zu tun, doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt. Es gibt noch mehr zu tun, doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. Ja, das wird reichen. Da bin ich zuversichtlich. Das werden wir dann mit unseren Truppen schaffen. Gleich ist es vorbei. Und den Wurm da runter. So, komm schon. Schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Immer weiter hier runter. Ganz schnell, ganz schnell. Wir bräuchten dringend hier nochmal ein bisschen was an Nahrung. Und bevor wir dann hier diese Schlacht angehen, ja, wäre Heilung echt nicht verkehrt nochmal. So,
schalten wir mal aus. Ja, ja, beiden. Aua. Lang wird es nicht mehr dauern. So. Und wo haben wir jetzt hier noch eine Nahrung? Ich hoffe, dort hinten vielleicht bei dem Lager oder so. Denn das bräuchten wir jetzt wirklich. Zum Mitnehmen. Ich brauche etwas zu essen. Jawohl, hier ist was. Sehr gut. Aber leider noch nicht voll. Also wir brauchen an sich noch mehr. Was tust du da? Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Herr von Ostmercia. Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet dich. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Weissagungen der Götter. Visionen? Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Siege. Sigurd, was für Weissagungen? Sind wir bereit, die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Halte die Fürth bereit. Ich komme zurück, wenn die Zeit reif ist. Wie du meinst, Eivor. Gut. Wir machen dann den Angriff, würde ich sagen, in der nächsten Folge, Leute. Wir machen jetzt hier Schluss. Ja? Nächste Folge machen wir dann den Angriff. Ich denke mal, das sollte reichen so, wie wir das gemacht haben hier mit dem Schwächen. Und ja, nächste Folge greifen wir dann an. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.